2023 in Paris. Freedom! Also, wenn ihr mich fragt, ich finde diese schattige, leicht luftige Ecke gar nicht so schlecht. Wir liegen hier, glaube ich, direkt auf der Kreuzung mit viel Publikumsverkehr. Also haben wir aus der Not eine super Tugend gemacht. Ich finde, wir haben hier also nicht den schlechten Platz erwischt. Alexandra hat gerade ein Stichwort schon geliefert. Das Asylgesetz, das gestern verabschiedet wurde, womit die Frau Faeser auch offensichtlich beschäftigt war, weshalb sie noch keine Zeit hatte, möglicherweise die Moschee zu schließen. Ich wollte mal was zu diesem Gesetz sagen, weil es weltweit eigentlich alle Flüchtende betrifft und im zunehmenden Maß eben auch der Iran davon betroffen ist. Gestern wurde also durch die EU-Innenminister eine neue Qualität der Verschärfung der Flüchtlingspolitik beschlossen. Zitat, ein historischer Moment zum Schutz der Menschenrechte. So feiert Innenministerin Nancy Faeser diese faschistoide Entscheidung in den Medien. Zum Schutz der Menschenrechte sollen nun an den EU-Außengrenzen Lager eingerichtet werden. Dort sollen die Flüchtlinge inhaftiert werden, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, wie es heißt. Selbst Familien mit Kindern werden künftig ins Gefängnis geworfen. In Schnellverfahren sollen dort Asylanträge ohne Prüfung des Einzelfalls abgelehnt werden. Im Sinne der kapitalistischen Verwertbarkeit werden nur die Flüchtlinge ausgewählt, die auf dem Arbeitsmarkt ausgebeutet werden können und eine Gesinnung haben, die den Monopolen und dem Staat genehm ist. Viele Flüchtlinge haben Erfahrung mit solchen Lagern wie in Libyen, die KZ-ähnlichen Charakter haben. Dabei verbietet die Genfer Flüchtlingskonvention in Artikel 31 die Kriminalisierung von Flucht. Noch im Koalitionsvertrag hatte die Ampel Ausbau der Schutzrechte für Flüchtlinge versprochen. Jetzt stimmte die Bundesregierung aus SPD, Grüne und FDP all dem komplett zu. Mit dem Segen der Fortschrittskoalition soll so in Europa Wirklichkeit werden, was der verhasste frühere CSU-Innenminister Seehofer, die faschistische Präsidentin Italiens Meloni und die faschistoide AfD in Deutschland schon lange fordern. Die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten soll drastisch ausgeweitet werden. Künftig kann auch in sichere Teilgebiete abgeschoben werden, selbst wenn im Land Krieg und Elend vorherrscht. Flüchtlinge, die aus einem sicheren Drittstaat kommen, werden sofort ohne Prüfung abgeschoben. Zu solchen Ländern zählt zum Beispiel Tunesien, das eine brutale rassistische Flüchtlingspolitik betreibt. Und auch die steigenden Zahlen von Flüchtlingen aus dem Iran werden von dieser Politik nicht verschont bleiben. In Griechenland werden jetzt schon ähnliche Verfahren angewendet. Dort werden immer wieder Flüchtlinge in seeuntüchtige Boote gesetzt und wieder aufs Mittelmeer geschickt, da sie nach Ablehnung der Anträge keine aufnimmt. Im Lager Karatepe auf der griechischen Insel Lesbos bekommen neuerdings Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde, weder Wasser noch Essen. Das betrifft aktuell 500 Menschen, die Hälfte davon Kinder. Das ist menschenverachtend. Nachdem Scholz die Zeitwende zum offenen Kriegskurs verkündete und bisher jede Eskalation des Ukraine-Krieges mitgetragen wird, gibt es nun auch in der Flüchtlingspolitik und beim Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten kaum noch Haltelinien. Die Rechtsentwicklung der deutschen Regierung verschärft sich. Krieg und Aggression nach außen, Reaktion nach innen, das scheint in immer mehr Ländern der Welt ein gängiges Muster der Politik zu sein, als angeblichen Ausweg aus den zunehmenden Krisen der Welt. Völlig zu Recht regt sich breiter Widerstand an der Basis von Grünen und SPD, rumort es.
Die Organisation Pro Asyl prangert die Aushebelung des Flüchtlingsschutzes an. Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität organisiert bundesweit Flüchtlinge und Unterstützer der Flüchtlingssolidarität. 700 fortschrittliche Anwälte hatten in einem Brandbrief gegen die faktische Abschaffung des Flüchtlingsrechts protestiert. Dieses Flüchtlingsrecht wurde aus den Lehren des Nationalsozialismus hier in Deutschland geboren. Sprecherinnen und Sprecher der Grünen Jugend zeigen sich fassungslos über die unmenschlichen Beschlüsse. Baerbock, Habeck und Co. haben diesen Beschlüssen im Alleingang als Regierungsmitglieder gegen ihre Basis zugestimmt. Liebe Freunde, diese Entwicklung ist der Moment, wo die internationale Solidarität ganz praktisch werden muss und wir uns über organisationspolitische und weltanschauliche Grenzen hinweg zusammenschließen müssen. Es sind die Kriege und Krisen eines menschenverachtenden Systems, das weltweit die Lebensgrundlagen der Menschheit zerstört. Die weltweiten Flüchtlingsströme werden auch weiterhin rasant ansteigen und wir werden in der nächsten Zeit noch erleben, dass Milliarden Menschen nicht mehr in ihrer Heimat leben können. Die EU-Beschlüsse sind das offene Eingeständnis, dass die EU an den Fluchtursachen nichts ändern können oder wollen, sondern den betroffenen Menschen den Krieg erklären. Doch dass die Maßnahmen der EU abschreckend wirken, glaubt keiner wirklich ernsthaft. Wer so katastrophal leben muss, dass er die Heimat verlässt und sich auf eine lebensgefährliche Reise macht, wird auch diese Maßnahmen in Kauf nehmen. Also, lassen wir die internationale Solidarität ganz praktisch werden und unterstützen auch als Iran-Solidarität den gemeinsamen Kampf von Flüchtlingen und den Menschen hier in Deutschland. Selber aktiv werden gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Masse der Bevölkerung. Beteiligen wir uns an den gesellschaftlichen Debatte über eine Gesellschaft, die ohne Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen und der Zerstörung der Natur möglich ist. Denn solche Zukunftsfragen stehen nicht nur in Iran mit seinem demokratischen Volksaufstand, sondern auch hier und weltweit an. Fordern wir mit anderen sozialen Protest- und Widerstandsbewegungen die sofortige Rücknahme der EU-Beschlüsse und für das Menschenrecht auf Flucht, für ein uneingeschränktes Asylrecht für alle Unterdrückten auf antifaschistischer Grundlage. Vielen Dank. Internationale Solidarität. Oh, die internationale Solidarität.